Hallo, herzlich willkommen im Holiday Inn in Köln am Stadtwald, im schönen Ortsteil Lindenthal, direkt am Stadtwaldweiher, der schon zugefroren ist. Ich möchte euch heute gerne zeigen, wie ihr eine Gans fachmännisch tranchiert und nicht gerade zerlegt. Wichtige Utensilien lassen wir weg, die Geflügelschere, im Hausfrauenbereich immer sehr gerne genommen, die brauchen wir hierbei nicht. So, dann fangen wir mal an. Hier ist die Gans. Hier ist vorne, hier ist hinten, oben und unten. So, jetzt drehe ich die um, so dass sie zu mir hinschaut. Dann muss ich, hier ist der Rücken, hier muss ich einschneiden. Zweimal. Weil hier ist dann der Rückenknochen, wie man hier sieht. Und hier hinten ist der sogenannte V-Knochen. Den sieht man hier sehr schön, dass das wie ein V dann aussieht. Dann muss ich sie drehen, dann muss ich hier unten etwas runtergehen, weil hier ist dann der Flügelknochen, und dass das hier dann richtig unten ist. So. Und dann, wenn der Koch die Gans gut gebraten hat, dann löst sie sich auch ganz leicht so ab, wie man hier schon sieht. Und da ist die halbe Miete schon drin, weil dann geht es ganz einfach. So, kommen wir hier zu den Keulen, da schneide ich hier ein, wo die Keulen sind. Hier sieht man es auch wesentlich besser. So, und dann drücke ich einfach die Keule etwas runter. Und dann kann ich hier mit dem Messer schön an der Seite entlang, und dann kommt die Keule ganz einfach hier raus. Wenn die Gans eben gar ist, lässt sie sich auch ganz einfach rausnehmen. So, das ist die erste Keule. Hier haben wir die zweite Keule. So, und hier bei den Flügeln mache ich das ebenfalls genauso. Kann ich dann hier im Gelenk ganz einfach die Flügel austrennen und hier auf der anderen Seite ebenfalls. Somit hätten wir die zwei Flügel und die zwei Keulen, aber wir wollen ja an das Beste von der Gans, das ist die Brust. Jetzt kann ich, wenn ich die hier habe, muss ich hier vorne noch einschneiden. Und eben, wie gesagt, wenn die gut gebraten ist, kann ich die einfach so abklappen. So, hier ist die Brust, die eine Seite. Hier ist die andere Seite. So. Und hier sieht man dann eben wunderschön die zwei Brüste, die Flügel und die Keulen. So. Und das bleibt hier übrig. Da kann man dann hier noch, hier ist das Rückenfilet noch drin, das kann man noch rausnehmen. Hier wäre es auch noch Fleisch drin. Das kann man so, da ist noch ein Happen drin. So, und somit wäre die Gans tranchiert. Sie sehen, es geht relativ schnell. 3 Minuten habe ich, glaube ich, jetzt gebraucht. Und dann werden wir die Brüste in Tranchen schneiden, damit wir sie dann gleich anrichten können. Ich habe dann hier einen Teller. Gehen wir die Brüste drauf, eine Keule. Jetzt habe ich hier eine Portion Gans auf den Teller gelegt. Hier habe ich jetzt noch meine Beilagen, den richten wir jetzt noch festlich an. Und zwar etwas Rotkohl.
ein Kloß. So, dann haben wir hier noch eine schöne Gänsesoße. Wenn die Gans braucht Soße und der Kloß auch, dann schmeckt die am besten. Das ist eine Gans, wir sehen hier, die reicht perfekte Größe für 4 Personen, das ist optimal mit den Beilagen. Da wünsche ich euch viel Spaß bei der Gans. Wir haben auch Gänse hier bei uns im Haus. Wir haben Gänsegerichte auf der Karte und wir haben bis Weihnachten bei jedem Sonntagsbrunch am See haben wir Gänse auf dem Brunchbuffet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Aber bitte vorher anrufen und reservieren. Danke.